So, da haben wir noch die Mechanikerin anscheinend und einen Geist. Na sowas. Du hier hinten. Chromröhre. wenn der Gleitflügel knarrt, bin ich das Mädel mit der Schmiere. Ich erfinde nebenbei auch Sachen. Mal sehen. Oh, okay. Was erfindet die denn? Heilende Zerren. Heilende Zerren. Halte unten gedrückt, um dir die Seele aus dem Leib zu weinen und deine Gesundheit wiederherzustellen. Rotiere, um Geld in der Nähe zu absorbieren. Oh, das ist beides ziemlich cool und verdammt teuer. Aber I'll be back. Das klingt echt nützlich. Und wer bist du? Vika, der Vitalität. Okay, sei mir gegrüßt. Ich spüre eine gewisse Befangenheit in meiner Gegenwart. Fragst du dich etwa, warum du einer Erscheinung ängstlich wirst? Nun, eigentlich eher nicht so, nein. Im Leben nannte man mich den Wicker der Vitalität. Du hast vielleicht schon meine vielen Statuen landauf, landab gesehen. Leider kann ich gemäß der Prophezeiung keine ewige Ruhe finden, da ich niemanden habe, den ich meine kostbaren Erbstücke vermachen kann. Würdest du sie mir vielleicht aus den durchsichtigen Händen nehmen? Ja. Ah, dafür brauche ich jetzt diese Medaillen, von denen ich schon ein paar gefunden habe. Der heilende Hammer, prügel Gesundheitsherzen aus deinen Feinden heraus. Nehmen wir. Und? Das Propellerprojektil. Propellerprojektil, verschieß eine fliegende Lanze. Das klingt doch gut. Ach, warte bitte einen Moment, wenn du kannst. Geh noch nicht. Dann weißt du, du hast meinen sehnsüchtigsten Wunsch erfüllt. Meine Erbstücke sind verkauft. Ich bin endlich frei. Sollte das Schicksal dir die Krone bringen, lass mich dir ein Liedchen singen. Nein, wie gern erzählt ich meine Mär. Auweia, wie kam vorher hinter dem Schleier? Was? Wie kam... Was? Egal. Was sind das für Schrullen? Ich habe nicht den ganzen Tag. Aber hinter jeder Mär verbirgt sich doch eine lukrative Lektion. Da wäre zum Beispiel die Mär davon, wie meine vielen Statuen in die Welt kamen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, das kann ich dir flüstern. Ich muss ja ein Imperium schmeißen, kein Opernhaus. Ach, dann habe ich in diesem Reich hier wohl nichts mehr zu schaffen. Gehab dich für immer wohl, mögest du deinen Frieden finden. Ach. Okay, witzig. Ich dachte, es kommt eine Rückblende. Oh. Die Oma Sumpf. Nun, da alles aufgeschrieben ist, lass nicht die Hoffnung fahren. Denn wenn die Glocke ruft, sollen deine Taten sich offenbaren. Was soll ich dir enthüllen? Abenteuer? Requismora! Du bist dreimal im Kampf gefallen. Tempressario! Du hast 1 Stunde 20 Minuten mit deinem Abenteuer verbracht. Obduratim Intrusio! Du hast 298 Schulterstöße ausgeführt. Carte Diem! Du hast 5% der Ausgänge entdeckt. Aurum Infiniosa! Du hast 12.447 Gold aufgesammelt. Ah, wie schön, jemanden zu treffen, der einen wahren Student von... der ein wahrer Student von mir ist. Wie kannst du dir solche Details merken, Hexe?
Ich sehe alles und weiß alles, denn ich bin keine Hexe. Okay, die Statistik, Nicht-Hexe oder so. Wie komme ich denn da draußen an die Schätze? Vielleicht, wenn ich vom Balkon springe, da oben irgendwo. So wie Fliegel. Mist, daneben, aber ja. Oh. Oh, schade, ich kann leider nichts machen. Ich würde gerne mit dem Ding rumfliegen, das sieht cool aus. Ich versuche nochmal an den Rubin zu kommen. Das wäre ist zwar nicht viel, aber ich glaube. Ne, ich kann es gar nicht sagen, wie viel es sind. Yes, 200. Naja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Okay, jetzt aber weiter mit dem Abenteuer. Die Crew haben wir kennengelernt. Wir haben ein paar neue nützliche Fähigkeiten, wie zum Beispiel den Flugspeer hier. Wo geht's weiter? Der Renate. Ach, die Renate. Ja, man weiß es nicht. Hey, hallo, Herr König. Ich bin die Pilotin dieses kleinen Clippers und ich habe ihn voll im Griff. Ich bin Renate, stets zu Diensten. Du kannst jetzt aussteigen, sobald du soweit bist. Brauchst du nur noch vom Bug zu springen. Ach so, ist Bug vorne? Ich denke schon, oder? Hallo, Killermütze, wie geht's? Hallo, der Cluedo. Bei uns ist es zum Glück nicht ganz so warm. Es geht noch. Vorgestern oder vorvorgestern, da war's. Boah, brütend bei uns. Furchtbar. Aber jetzt geht's eigentlich. So, wer ist denn das da oben? Batz. Bestimmt ein Vampirjäger. Hey, schicke Rüstung, Meister, aber pass auf. Das hier ist ein privater Trainingsplatz. Du störst hier gerade ein privates Training. King Knight braucht kein Training. Ich bin bereits meinen Zielen sehr nahe, die Chost-Titanen zu besiegen. Da hole ich mir die Chost-Krone mitsamt dem Titel des Königs der Karten. Holla, ein Kampf, bei dem es Juroren gibt. Und wenn man die besiegt, kriegt man deren Titel? Na, einen Moment mal. Ein Titel ist ja nicht... Und wenn du King Knight bist, dann heißt das ja, wenn ich dich besiege, macht mich das zu einem König und einem Ritter. Das ist jetzt nicht wirklich King Knight. Dieser Kampf ist um den Titel. Ich meine, um die Titel. Bist du bereit, verschrottet zu werden? Oh oh. Wow, das ist schon cool. Ah, David. Okay, ich habe keine Lanzenenergie mehr. Oh, au. Ah, komm schon. Ah. Jetzt hau ab, du Arsch. Ja, Gott sei Dank. Ich war mir nicht sicher, wer jetzt wen trifft. Die Hitbox war gnädig. Mit einer Pirouette des Todes. Das haben wir von Geralt gelernt. So, da machen wir gleich das Bonus-Level noch. Der Heckenfarmer. Holla, alles klar bei dir? Da ist ja wohl die Vitalität flöten gegangen. Aber schon okay, denn das hier ist ja der Rollkurs.
Rollen ist super. Ah, eine neue Aktion, die wir hier lernen wahrscheinlich. Sehr interessant. Sehr interessant. Meine Vorlese-Performance ist echt der Wahnsinn. Na dann, wo waren wir stehen geblieben? Rollen ist super. So kommst du durch den Dreck und legst weitere Schrecken zurück, ohne zu stoppen oder nach oben zu wirbeln. Bei einem Schulterstoß schnell erneut Y drücken. Anlauf beachten. Okay. Aha. Rollen. Ich verstehe. Aber erst... Okay, mit Abstand. Und nur so kommen wir durch den Kurs, weil sonst kommen wir immer wieder auf die höhere Ebene. Ich verstehe. Nein! Ah, damn it! Blöder Käfer am Schluss. Noch schnell. Alles vermasselt. Nur eine Frage des Timings. Ah, Mist. Das Schleim. Nicht nochmal. Okay, cool. Okay, Rollen gelernt. Sehr gut. Rollen ist, glaube ich, nützlich. Weiter geht's. Hinterhoflabor. Na, okay, schauen wir mal ins Labor. Bist du nicht Fliegel? Nein, du bist Azubigel. Na dann. Psst, hier drüben, Majestät, ich bin's. Danke, dass du zum Test vorbeischaust. Ich habe unsere Geheimwaffe vollendet. Doch das Material gibt's dort nicht gratis, nicht vergessen. Ich brauche Meritenmedaillen. Ha, jeder braucht diese Medaillen, um unsere Lieferanten zu entlohnen. Okay. Was haben wir denn hier? Ratten werfen. Eine Ratte mit Bombe freilassen. Das sind meine letzten zwei Medaillen, aber ich kauf's mal. Okay. Ratten werfen. Drücke A. Setze eine Ratte mit Sicherheitsbombe ein. Erneut drücken. Okay, versuchen wir es mal. Das Design meiner Sicherheitsbombe schützt die Ratte vor Schaden. Na Gott sei Dank, da habe ich schon echt dran gedacht. Wenn da die Ratten sterben, meine getreuen Untertanen und Freunde, kann ich die Fähigkeit eigentlich nicht einsetzen. Aber so ist es okay. Schaffst du es ans Ende des Parcours? Und übrigens, in dieser Höhle solltest du keinen Schulterstoß einsetzen. Okay, ich verstehe. Die Bewegungssensoren haben noch immer so ihre Macken. Könnte böse ausgehen. Kein Schulterstoß, sondern nur Bomben. Aha. Naja, warum nicht? Cool. Da sind die Statuen von dem Phantom gerade. Die füllen scheinbar meinen Mana wieder auf. Meine Vitalität heißt es. Verwirrenderweise. Ah, die springen automatisch über den Abgrund. Die sind auch noch klug. Das ist ja voll cool. So, und jetzt? Wie komme ich da jetzt ohne Schulterstoß rüber? Nee, den darf ich nicht benutzen. Ah, warte mal. Nee, zünden kann ich die auch nicht einfach so. Ah, warte mal, vielleicht... So. Wollen wir mal was testen. Aha! Cool. Über Stacheln können sie auch laufen. Das ist sehr nützlich, diese Ratten. Die sind auch relativ billig. Diese Rattensicherheitsbomben sind toll. Okay, der Rattenbomber hat funktioniert. Dank deines Einsatzes im Feld, König Knight, King Knight, sind wir schon bald bereit für die Produktion. Ja, wunderbar. Warum kommst du nicht an Bord meines royalen Luftschiffes und genießt einen wohlverdienten Blick auf mein Reich?
Nach all diesen Forschungen könnte ich auf jeden Fall etwas frische Luft brauchen. Nur voran, Majestät! Cool. Sehr gut. Ja, habe ich geplant. Wollte ich eigentlich gestern schon aufnehmen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Aber da gibt es auf jeden Fall mehr. Ich habe auch schon einige Spiele, die da sehr gut passen würden. Ich glaube, Subnautica ist, glaube ich, da gibt es Monster und man muss sich verteidigen und Angst haben. Ich glaube, das ist nicht gut für Let's Chill. Nicht so, wie ich mir das vorstelle. Genau, eben. Du schreibst es eh selbst. Genau, das denke ich mir auch. Ja, dann mache ich bald schon neue. Da kommt diese Woche noch wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und dann gleich einen größeren Vorrat. So, jetzt will ich aber wieder ein bisschen richtige Action. Aber jetzt muss ich noch gucken. Burg Stolzmoor, Sprungzinnen. Oder wir können hier in den komischen Sumpf gehen. Versunkene Stadt. Na, gehen wir da mal hin. Ja, Beyond Blue habe ich mir schon gedacht. Ich wollte mir Beyond Blue eigentlich für den 24-Stunden-Stream aufheben, weil ich mir gedacht habe, da ist es auch super geeignet. Aber das wäre auch ein super Let's Chill. Aber ich glaube, ich hebe mir das für den 24-Stunden-Stream auf. Zombie! Oh, Mist. Okay, der Kopf hier wiegt quasi so viel wie ein Charakter, deswegen senkt sich die Plattform, wenn wir beide draufstehen. Verstehe. Die Zombies sind ganz schön zäh. Oh, der lebt aber noch. Ist der unsterblich vielleicht? Könnte schon sein, oder? Ich gehe lieber. Mach's gut. Bonus-Level. Yeah. Ah, ist das gemein gewesen. Ist das gemein gewesen. Jetzt hat er sich wieder materialisiert, der Geist. Ah, mies. Meinst du jetzt beim 24-Stunden-Stream? Nee, dass ich da einschlafe, ist eigentlich meistens nicht das Problem. Aber was Entspannendes zu haben, was nicht den Puls permanent irgendwie hochhält und wenn man dann eh schon auf Koffein ist und so weiter, ist viel wichtiger. Na, dann gehe ich halt nicht in das blöde Bonus-Level. Bonus-Level bringt eh nur den Tod. Plattform? Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon, die kommt nicht mehr rechtzeitig. Ah, dammit. Dammit, ich krieg's nicht hin. Okay, nochmal. Jetzt aber. Okay. Schon auch cool. Die Kombos, die man mit Kinglight machen kann, sind schon auch cool. Wenn man da ein bisschen drin ist, kann man echt coole Sachen machen, glaube ich. Bin schon gespannt auf die späteren Level, weil die fordern dann auch wirklich was von einem in Shovel Knight.
Es geht relativ einfach los, aber dann will das Spiel schon auch, dass man wirklich mit den Moves, die der Charakter drauf hat, klarkommt. Die beherrscht. Oh oh, jetzt aber schnell weg mit euch, genau. Sonst wird's hier zu schwer und die Plattform sinkt. Oh, holy shit, das war knapp. Arsch du. Hau ab. Ja, das stimmt. Echo ist vielleicht wirklich ganz gut. In Echo gibt's gar keine Gegner, ne? Da ist wirklich nur chillig. Das stimmt. Lauf irgendwie auch gut auf Horror-Gaming ein. Ja gut, aber wenn ich dann hier sitze und irgendwie zu schreien anfange, weil mich irgendwas erschreckt, ist es eher doof zum Einschlafen, denke ich mal. Besiege. Was war denn das gleich nochmal? Das sagt mir was, aber ich muss mir schnell Screenshots anschauen. Ah ja. So ein wacky Physik-Belagerungswaffenspiel quasi, ne? Weiß ich nicht. Muss ich mir mal anschauen. Hilfe, meine Maus geht auf Wanderschaft ohne mich. Okay. Ah, hier kann man also nicht springen, alles klar. Ist auch wirklich schön, die haben immer wieder neue Mechaniken. Aber wie komme ich jetzt hier aus der Geschichte raus? Weil hier komme ich auch nicht. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Okay. Ist aber wirklich mies, dass man hier nicht springen kann. Ganz was anderes gleich wieder. Na, dammit, haut ab, Geister. Puh. Cool. Man kann die also doch töten. Es braucht nur ein bisschen mehr, damit sie ganz tot sind. Sehr schön. Zacko, Cluedo, Mark und ich, also Katka, haben den Echo-Server. Und für dich findet sich sicher auch ein Platz, wenn du magst. Meld dich einfach. Ich hab's eh schon gelesen auf Discord. Ich hab nur vergessen zu antworten. Also ich hab halt immer super wenig Zeit für sowas. Das ist immer doof, aber theoretisch wirklich für Let's Plays oder Let's Chills wäre das vielleicht tatsächlich geeignet. Aber auch da, es ist schwierig zeitlich, aber ich schau mal. No Man's Sky ohne... Ja, No Man's Sky wäre unter Umständen vielleicht auch eine Idee. Aber wie gesagt, an Ideen mangelt es mir nicht eigentlich, an Spiele, die man da spielen könnte. Ah, ich puste das Feuer mit meinem Wusch-Move quasi aus. Cool. Mist, den hätte ich jetzt brauchen können. Ah ja, geht auch, wenn ich seitlich dagegen wusche. Okay, alles klar. Du Arsch, du. Springt er zurück auf die Plattform. Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, Mist.
gefährlich. Oh, damn it. Ah, ist das gemein jetzt hier.